Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Watch Dogs. So, ich bin an der Stelle wieder, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich bin mal schnell hierher gefahren und zwar, wir wollten ja diesen Funkturm noch holen, bevor wir die nächste Kampagnenmission machen. Ja, und da wurde ich ja sozusagen überrascht von so einem Hacker, und dem ich es mal richtig besorgt habe. Naja, ich habe es ihm gezeigt, nicht besorgt. Ihr wisst schon. Und da bin ich immer noch stolz drauf. Da zähre ich immer noch davon. Obwohl jetzt schon wieder 2 Wochen her sind. So. Ich weiß nicht, ob ihr es übrigens gesehen habt, aber da oben an dem. Der Kran, der hat sich plötzlich bewegt. Und genau, und da hinten ist eine Kamera. Und die konnte ich nicht benutzen, weil die besetzt war. Ja? Schaut nochmal in das Video rein, kurz bevor ich sozusagen die Meldung bekommen habe, dass da gerade mir jemand in mein Spiel eindringt. Konnte ich dort oben diese Kamera nicht. Ja, nicht aktivieren. Das hat mich ein bisschen verwundert. So, ich probiere jetzt mal Folgendes. Und zwar mal hier rein. Außerdem, ach so. Hier hinten ist ja noch das Ding zum Entriegeln gewesen. Na? So, ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich komme gerade vom Volleyball. Und naja. Da war ich ganz schön, bin ich ganz schön knülle. Aber trotzdem schaffe ich das noch hier für euch jetzt. Opa, nee. Hallo? Genau. Komm jetzt hier hoch. Kann ich jetzt hier hochklettern? Komm. Wie komme ich hier auf diesen blöden Container rauf? Nee. B vorklettern. Sie auch wegklettern. Ja, das war springen. Oder komm jetzt hier hoch. Nee, komm ich nicht hoch. Das ist ja mies. So, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal den anhebe? Wow. Hula, die Waldfee. Okay, das hat nicht geklappt. Wie komme ich bitte schon hier auf diesen Träger drauf? Kann ich da überhaupt drauf? Hier sind überall Leitern. Ne, aber das nützt mir alles nichts. Doch, jetzt komme ich hier drauf. Und jetzt? Hallo? Da, X. Ah, okay. Jetzt aber. Jetzt müsste ich da eigentlich hier drüber springen können, oder? Nee, Mist. Hallo? So, übrigens, ich muss ein bisschen was in eigener Sache sagen. Warte mal, hier jetzt die Leiter vielleicht drauf. Hallo? Wow. Ist hier auf die Brücke? Ach, Mist. Drüben war da eigentlich auch eine Leiter. Komm ich hier vielleicht jetzt hoch? Ich muss ja was in eigener Sache sagen. Ne, hier komme ich nicht hoch. Und zwar, ich habe jetzt angefangen bei Twitch auch zu streamen. Das hatte ich ja eigentlich schon seit bestimmt im halben Jahr vor, habe ja immer gesagt, ja, ich kriege jetzt im Sommer habe ich ja VDSL 50 bekommen. Und da war das ja eigentlich, stand mir eigentlich nichts mehr im Wege, dem Stream. Und dann ist es aber nie so richtig was geworden. Und jetzt habe ich endlich angefangen damit. Komm jetzt hier hoch, komm. Ring. Das ist ja Mist. Und zwar habe ich zunächst erst einmal. Ach. Noobig. Und zwar habe ich zunächst erst einmal Minecraft gestreamt, so einen kleinen Teststream. Das werde ich bestimmt irgendwann nochmal online stellen. Und das will ich auch eigentlich weitermachen. Der einzige Nachteil ist nur, dass. Hallo? Der einzige Nachteil ist nur, dass irgendwie mein aktueller Grafiktreiber nicht so richtig kompatibel mit Minecraft ist.
Ich kann es zwar spielen, aber in dem Moment, in dem ich mit der X-Story aufnehmen will, naja gut, es ist nicht direkt kompatibel mit der X-Story, keine Ahnung. In dem Moment, in dem ich es aufnehmen will, geht das echt schief. Irgendwie bin ich echt zu blöd. So, und dann habe ich vor allen Dingen letztes Wochenende Far Cry 3 Blood Dragon gestreamt, und das macht eigentlich eine ziemliche Laune. Es ist ein total abgedrehtes Spiel. Das ist eine Standalone-Erweiterung von Far Cry 3. Die gab es für ein Apple und ein Ei bei Steam. Und da habe ich sie einfach mir gekauft für 3,75 € oder so. Und ist ziemlich geil gewesen. So, kann ich jetzt irgendwas hier machen? Da ist irgendein Kranhaus. Oder warte mal, kann ich vielleicht. Ich habe mal eine fiese Idee. Ist zwar wie blöd, dass das Auto hier steht. Ha, wie die Räder sich noch drehen. Muss schon mal ein anderes Auto besorgen. Vielleicht kann man ja mit dem Auto dort reinfahren und dann einfach mal richtig fett Gas geben. Ist hier mal ein schönes Auto für mich? Na, will ich den nie. Oh, da hinten, das sieht aus wie ein Sportwagen. Oh, hier, der muss doch schnell genug sein. Rein hier. Jedenfalls Far Cry 3, was ich da aufgenommen habe, das habe ich auch mittlerweile schon online gestellt, die ersten Folgen. Könnt ihr euch angucken. So, warte. Alle Straßen, Gebäude, Schulen und Kliniken. CDOS bietet ein hochreaktives Sicherheitssystem für alles. Yeah. Okay, war doch einfacher, als ich gedacht habe. Ne, guckt euch an, Far Cry 3, Blood Dragon, das ist total geil. Im Endeffekt ist das die totale Verarsche von so alten Actionfilmen aus den 80er Jahren wie Terminator und Stirb langsam und so. Richtig lustig. Und ach ja, hier. Und total abgedreht. Ja. Und wenn ihr mal live den Stream gucken wollt, dann macht es einfach folgendes. Ich pack den Link hier zu meinem Twitch-Kanal unter die Videobeschreibung, sowie auch in Zukunft unter alle anderen Videobeschreibungen. Und besucht einfach den Kanal, auch wenn ich offline bin, könnt ihr ja folgen sozusagen und kriegt dann sofort eine Benachrichtigung, sobald ich online gehe. Ich denke, das ist die beste Art und Weise, Skillpunkte erhalten. Das ist die beste Art und Weise, sozusagen live dabei zu sein. Und ansonsten habe ich das Twitch auch mit YouTube verbunden, ne? Mit meinem YouTube-Kanal, sodass ihr eigentlich immer eine Benachrichtigung sehen solltet, sobald ihr eines meiner Videos guckt, zum Beispiel das hier, wenn ich online gegangen bin bei Twitch. Da könnt ihr dann sofort draufklicken und seid dann sofort live dabei. So, jetzt will ich hier hinten hin, zur Kampagne. Ein riskantes Gebot. Mann, wie noobig habe ich mich angestellt bei dem Kran. Ich hätte dann von vorne reinkommen, auf die Idee kommen können, oder? Naja, was soll's. Na, ihr seht sozusagen, das Ganze ist blind gespielt. Das kann ich ja nicht von allen Spielen behaupten. Es gibt ja einige Spiele, die ich nicht blind spiele. Zum Beispiel die ganzen Assassin's Creed-Teile, die ich aufgenommen habe, die sind alle. Die hatte ich alle schon mal gespielt. Jo. Achso, aber Far Cry 3. Und zwar, ich habe jetzt mittlerweile auch. Beim letzten Mal haben wir noch darüber geredet oder in den letzten Folgen. Far Cry 4 ist jetzt rausgekommen und ich habe es mir natürlich besorgt, denn das Spiel ist so geil. Ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Ja. VIP, wir sind eine sehr wichtige Persönlichkeit. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer.
Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. So, was können wir denn hier kaufen? Butter? Modelle? Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Siehst hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Okay. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Irgendwie frage ich mich gerade, was verkaufen die da eigentlich? Oder was versteigern die? So, Moment. Eine rumänische Einwanderin. Ein bisschen Privatsphäre. So, wir können es leider nicht drehen, die Kamera, was der hier macht. Ein Entführungsopfer. Das ist natürlich nicht schön, ne? So, was haben wir hier? Frau Mädels, hi. Oh, ein abgefangenes Audiolog. Geiler Scheiß. So, hier werden also irgendwelche Aufnahmen gemacht. Vermutlich Let's Plays. Okay, Let's Plays. Der war gar nicht gedacht so, aber ist ein bisschen zweideutig. Sehr schön. Schon wieder in Benutzung. Soll ich jetzt Angst haben? Kamera wird bereits benutzt, aber das kann natürlich sein, dass es gerade irgendeiner der Mitarbeiter ist, der irgendwo am Computer sitzt. Ah ja, habe ich gehackt. Dieser Quinn, wenn ich mir das Bild so angucke, in einer der ersten Folgen, die wir bei Watch Dogs gesehen haben, war ja so, dass da irgendwie so ein Kontaktmann von dem Aiden Pierce, glaube ich, umgebracht wurde, so, keine Ahnung. Und da war ja so ein alter Sack dabei. Und ich glaube, das war dieser Quinn. Der sah vom Bild zumindest so aus. Na? So. Hier raus. Können wir reingucken. So, warte mal, was ist denn hier? Das ist voll. Den können wir hacken. Sag ihr, ich bin so schnell, es geht da. Wie geht's, Mom? Hat Schiss. Ah, okay. Ist aber ein einfacher Eingriff, oder? Was soll ich sagen? Sie ist alt. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes?
Ah, sieht nicht so aus. Und dann kann ich hier aufhören. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Und lassen uns mal überraschen. Ah. Oje. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Okay. Wollen wir noch schnell hacken? Bin so aufgeregt, ich spar schon ewig drauf. Zum Glück zahlt sich diese Investition alle aus. Sie sollte es lieber wert sein. Sie sind schon alle ordentlich eingeritten. Und Halbtagsrettungsschwimmen. So. Ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich hier mal wieder den Tittenfilter rausholen muss. Ja, ist halt das Problem. YouTube als amerikanisches Unternehmen. Ja, da kannst du Gewalt zeigen ohne Ende. Ist alles kein Problem, aber so. Sie sind alle so dünn. Was? Das ist gerade gefragt. Oh, das ist eine Frau, die das sagt. Tja, ich stehe nicht so drauf. Das ist Zeitverschwendung. Ah, er liest Amateur-Erotik-Geschichten. So, was hat der hier hinten zu chatten? Sie ist es. Sie ist die Richtige. Okay, ich biete jetzt. Sie ist die perfekte Spenderin. Wir müssen sie kriegen. Oh, das ist ja hart. Niemand lässt Mr. Quinn warten. Ich lasse jetzt mal die warten. Ich gucke mir auch mal die Ware an. Hier ist auch noch einer zum Hacken. Der Willis Tower ist der größte Punkt. Erzähl das NYC. Ja? Die spinnen doch. Sie haben nur eine riesen Antenne da drauf. Das zählt nicht. Chicago. Ah, okay. Also geht es hier um große... Um Hochhäuser sozusagen. Na gut, ich will jetzt nicht alle hacken hier. Das sieht sehr umfangreich aus. So, die Ware haben wir uns auch angeguckt. Naja. Die haben alle die gleiche Figur, hä? Ja. Alle die gleiche Augengröße. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Lass mich da wenigstens mal gucken. Was haben wir da oben? Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Was? Achso, okay. Ja, okay, alles klar, danke. So, da wird hier geboten. Oh ja, die hier unten, die sieht aus wie ziemlich abgehalftert. 20 ist Alter, Alter 20. Russisch. Sieht gar nicht russisch aus. Naja, was soll's. Ich war bei Far Cry 4 stehen geblieben. Und der Boss hat sich gemeldet. Man kann da einfach nur sagen, das Spiel ist so geil, ihr solltet euch das kaufen. Also natürlich vorausgesetzt, ihr seid über 18. Also Far Cry 3 war ein schönes Spiel, aber mit dieser Insel und sowas, also ich weiß heute noch nicht, weil, wo ist die Insel eigentlich? Ist das Karibik gewesen? Ist das eher so Pazifik, also Philippinen und so? Ozeanien, ne? Ich habe keine Ahnung. War nicht schlecht, aber war irgendwie so No-Name irgendwie. Und dagegen jetzt mit Far Cry 4, diesen Himalaya-Setting, dieses Schnee, Gebirge. Ich stehe ja total auf Gebirge, muss ich einfach sagen. Und ich gehe nicht gerne wandern, aber ich stehe auf Gebirge. Ne? Ich gucke gerne Gebirge an. Habe mich auch gefreut, als ich irgendwann mal über die Alpen geflogen bin. Das war schon sehr spektakulär. So. Ach, so ein Typ gestern hat behauptet, mit Al Capone verwandt zu sein. Natürlich ist er das. Er wusste vieles und will mich zu Capones Hotel bringen. Aha, er bringt dich also in ein Hotel. Na dann. So. So, liebe Leute. 20 Minuten ist schon wieder rum. Es ist gar nicht so viel passiert, aber ich denke schon, ihr habt was gesehen.
Und ich muss den Tittenfilter wieder rauspacken. Hier habt ihr noch mal einen letzten Blick. Ich denke, das ist weit genug weg, dass ihr auch mal hier so ein bisschen aus der Entfernung das sehen könnt. Da sieht man die Nippel nicht so, so krass. Da geht das schon. In jedem Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye. Mensch, da habe ich gedacht, ich kann noch schnell eine Aufnahme für euch dazwischen schieben, damit heute noch eine Folge rauskommt. Und ja, da muss ich wieder meinen Spezialfilter auspacken. Langsam muss ich mir auch mal Gedanken machen, ob ich irgendwo die Videos vielleicht hosten kann, die unzensierten Versionen, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ne? Denn YouTube, der hat sich ja immer ein bisschen kleinlich, was Brüste und so weiter anbelangt. Ne? Hauptsache Blut, aber bloß keine Nippel. Ne? Und naja, was soll's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch trotz des Tippenfilters. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!